mein Name ist Thomas Wander, ich bin der Komponist für den Film Moonfall. Das ist ein neuer Katastrophenfilm von Roland Emmerich. Und der wird voraussichtlich im Februar nächsten Jahres in die Kinos kommen und wir nehmen hier heute und gestern auch schon das Orchester auf in der Synchronstage. Es ist immer aufregend, also aufregend im Sinne von, wie wird es klingen? Wird es genauso klingen, wie es gedacht gewesen ist? Aber auf der anderen Seite ist es auch immer, auch nicht Entspannung, aber es ist, man kann sich praktisch erfreuen daran, dass es zum Leben erweckt wird, dass die Musik jetzt von Musikern gespielt wird, dass die ihre eigenen Emotionen dann noch einbauen, dass die Gefühle hineinkommen, also das ist dann schon immer ein großes Erlebnis. Ich bin schon relativ lange jetzt mit der Arbeit an dem Film dran. Ich glaube, ich habe begonnen vor einem Dreivierteljahr, also so mit ersten Ideen, erste Ideen zu sammeln zum Drehbuch und dann auch zu ersten Rohschnitten, sich Gedanken zu machen und Musik, so Ideen festzuhalten. Und das geht dann halt stetig bis zum Ende und gegen Ende wird es dann immer dichter und mehr Arbeit. Größtenteils über Zoom, aber wie gesagt, die Zusammenarbeit, die beschränkt sich auf ein Minimum. Also ich mache mir Gedanken zum Skript, zum ersten Schnitt, schicke dann die ersten Ideen und die, wenn die gefallen, ist es gut. Wenn sie nicht gefallen, dann kriegt man auch ein Feedback. Also richtig, genau, ja. Also wenn man was hört, dann ist es meistens, es betrifft irgendwelche Änderungen, sei es jetzt inhaltliche Änderungen oder stilistische Änderungen oder es wird der Schnitt sich ändern. Also wenn man nichts hört, ist es meistens Good News. Der Harald hat also seine Hauptrolle bei dem Film, er hat mit dem Roland zusammen das Drehbuch geschrieben. Er ist der Produzent vom Film. Und er kümmert sich jetzt, was die Musik betrifft, also primär um das Music Editing. Das heißt, schaut, dass die Musik richtig platziert wird. Wenn der Film umgeschnitten wird, macht er einen musikalischen Schnitt auch in der Musik, der funktioniert. Und schaut, dass halt das Endprodukt, praktisch das Endprodukt des Scores, funktioniert und gut passt. Also ich habe festgestellt, dass im Vergleich zu den Aufnahmen für Midway vor 2 Jahren, dass die Musiker deutlich besser geworden sind. Die waren damals schon sehr gut, aber jetzt sind sie wirklich noch versierter, haben wahrscheinlich viel mehr Erfahrung gesammelt in den letzten 2 Jahren. Also die spielen jetzt wirklich, also wirklich auf dem Level wie in L.A. Für diesen Film ist der James ein langjähriger oder ein Dirigent und Orchestrator, mit dem ich schon ganz viel zusammengearbeitet habe, hat sich bereit erklärt, auch für den Film wieder mitzumachen und ist jetzt auch hier und dirigiert. Und ich habe mit dem James eine Kommunikation, die ist sehr knapp, aber sehr schnell und sehr direkt. Aber das Orchester folgt dem James da. Also das geht total blitzschnell. Also die sind jetzt nicht langsamer oder so, als wir es gewohnt sind. Die sind ganz, es geht ruckzuck. Das ganze Team auf der ganzen Stage ist auch super, also super professionell. Es gibt nie irgendwelche Probleme, also technischer Art. Es geht alles blitzschnell und das sind alles super nett. Also man könnte sich kein besseres Team vorstellen. Also es macht auch Spaß mit den Leuten. Man hat auch Spaß mit den Leuten da zu arbeiten. Die Mischungen, die der Bernd hier erstellt und wie er seine Mikrofone positioniert, also das Ausgangsmaterial für die Mischung dann, ist dann schon so gut, dass man eigentlich nicht mehr wirklich, also man muss natürlich noch mischen, aber man muss marginale Sachen verändern. Also der Grundsound, den der Bernd hier erstellt, der ist schon großartig.